Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start am Sommerhaus Samstag. Ja, heute nicht mit Beschwörungen, sondern mit dem ersten Video, das nicht zwei Wochen im Voraus aufgenommen wurde. Doch, vielleicht. Doch, wahrscheinlich 2 Wochen im Voraus aufgenommen wurde. Das kann sein. Doch, ich bin nämlich, ihr habt es bestimmt schon in anderen Videos von mir mitbekommen, ab jetzt, ja, ab genau jetzt, beziehungsweise ab gestern, im Urlaub für 2 Wochen. Das heißt, die Videos in den nächsten 2 Wochen sind alle vorproduziert. Wenn ein Event kommt, wenn ich in der Zwischenzeit einen Net 5-Star gezogen habe, was ich nicht denke, aber wenn irgendwas in der Zwischenzeit sich verändert hat, dann wundert euch nicht, weil die Videos alle im Voraus produziert worden sind, damit ihr, während ich weg bin, trotzdem Videos habt. So, heute haben wir einen Gildenkampf auf dem Plan. Wir kämpfen gegen Soul Dawn. Wir sind momentan Rang 56. Holy shit. Okay, dann denke ich, dass das kein einfacher Kampf wird. Am liebsten mache ich so Kämpfe, die härter sind, alleine für mich. Dann konzentriere ich mich besser, weil ich in Videos meistens dann irgendwie Shit mache. Aber gut, extra für euch, extra wegen meinem Urlaub. Wir haben einmal die hier. Skylentia. Sieht gar nicht so übel aus. Dann haben wir leider ganz viele Rote. Und ich denke, die Roten können wir nicht so angreifen, weil meine Gilde, weil nicht mehr so viele Schwerter übrig sind. Okay, das heißt, wir müssen dann leider sie angreifen. Wie sieht's mit dem Dingsbums aus? Odin hat gewonnen. Mona Lisa, Erfolg, Sieg, Unentschieden. Okay, erstes Team Sieg, zweites Team Sieg, erstes Team Sieg. Ah, erstes Team Sieg. Okay. Dieses erste Team sieht eigentlich fucking easy aus. Wieso ist das so scary? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was machen wir beim zweiten? Zweites. Ganz easy, einfach, dass wir Dings nehmen. Theomas, Tessarion. Wir blocken die Passive von Theomas. Wir season mit Bella. Und easy game, easy life. Ja, einfach so, zack, zack. Und wo bist du, Tessarion? So. Sehe ich irgendwie keine Bedrohung, außer der Theo ist mega schnell. Dann könnte Shit passieren, oder es wird resisted, aber ich hoffe mal, ich vertraue meiner Bella mal. Ja, also da kann nichts irgendwie schief gehen. Und oben benutzen wir einfach ganz normal Vermos und Ciara und dann anstatt Bella Shazoon, weil wir die zwei einfach austauschen. Ich denke, dürfte kein Problem sein, oder? Weil Molly macht Glanz, ja, also man kann verfehlen, ja, man kann verfehlen. Deswegen sind normale Nuker nicht so empfehlenswert. Deswegen benutze ich da sehr gerne Ciara einfach Bomben-Damage. Und ich denke, wo ist hier so eine große Gefahr? Bella Armor breakt mein Varamos und Varamos ist tanky und wir haben Shazoon als Healer dabei und selbst als Cleanser, also... Wo? Okay, gleich sehen wir so, oh shit, da ist die Gefahr, ha? Diese Meerjungfrauen sind schon scary, aber ich denke, das dürfte eigentlich easy sein. Versuchen wir mal unser Bestes, dann sehen wir, wie gut die Gegner sind, so in der Gilde. Ich denke, die ist hart, weil sonst hätten meine Leute nicht verloren. Oh, die sind relativ schnell, das ist okay. Die sind sehr schnell, seht ihr, ich habe Speedleader und die sind trotzdem sehr schnell. Ich bombe sehr gern Vermos, damit wir immer die Bomben haben. Oder wir bomben Bella. Weil Bella ist... Molly kann auch heilen. Ich glaube, ich gehe trotzdem auf Varamos, ja? Fucking Widerstand. Und meine Aufnahme ist eingefriest. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Leider noch immer ohne Bombe auf Varamos Kopf. Das gefällt mir nicht. Stun bitte wenigstens. Okay. Wenigstens die Meerjungfrau gestunnt. Ich wette, der stunt uns jetzt. Okay, Bella. Ey. Ey, 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 ey. Alles gut, okay. Dann machen wir jetzt mal Tech Buff und hoffen, dass... Ach, fuck, fick diese Bella. Ah, oh mein Gott, okay, jetzt weiß ich, warum dieses Team scary ist, weil die des Todes procken. Können wir bitte mal einen Proc bei Ciara bekommen oder so? What the fuck, mate? Okay, okay, das ist scary. Aber wir gehen auf Nummer sicher und wir töten jetzt diesen Varamos, ja? Ich will... Ah, das ist nicht normal, diese Resistance. Hey, 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 das ist nicht cool. Unsere Ciara kommen jetzt zum Zug. Okay, sehr gut. Und wir können auch... Soll ich? Ich gehe mal auf Nummer sicher, ja? Das ist so scary hier gerade. Dann mache ich das. Okay, gut. Ja, aber what the fuck? Seht ihr diese Resistance?
Deswegen hat wahrscheinlich da bei mir einer aus der Gilde gefailt, weil wenn ich so viel Resistance sehe und diese Morlene Mitte hat irgendwie decent Damage gemacht. Ja, komm. Ach, endlich eine Bombe. Finally, nach 10 Jahren. Ich verstehe es nicht, ja. Manchmal ist es so komisch. Meine Chasun landet Glancing, ja. Ohne 1% Accuracy. Also ich glaube, die hat fast gar nichts, ja. Fast kein Accuracy. Und meine Ciara, die wenigstens ein bisschen Accuracy hat, die wird resisted. What the fuck? Okay, die Bombe wird gelöscht, aber die Runde haben wir gewonnen. Das war trotzdem scary. Also habt ihr gesehen, zwischendurch war es trotzdem dangerous, ja? Die ist auch noch auf Rache? What the fuck? Wie viel Damage macht die? Die hat eigentlich diesen Damage gemacht, hä? Komisch. Und sie proc't. Das ist eine Hybrid Molly, hä? Die macht ein bisschen Damage. Egal, okay. Okay, ja, soweit, so gut. Das Problem ist. Shit, fuck. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Problem ist. Die Chasun ist langsamer als meine Bella. Das heißt, die macht Attack Buff. 90%. Und dieser Theomas ist schneller als mein Theomas und Tessarion. Deswegen wäre es cool, wenn wir procken. Ja? Weil wir dann heilen können für die Attack-Leiste, damit. Proc. Ah, okay. Sehr gut. Nice, ja. Perfektes Szenario. Auf Bella gegangen und kein Armor Break gelandet. Jetzt bitte. Defense Break, Oblivion. Defense Break, Oblivion. Nice, okay. Bitte sei nicht so mega tanky. Töte. Wuah. Ja. Der Urlaub geht gut los für mich. Oh, ich freue mich so, ja. Ihr könnt euch gerade vorstellen, Heaven liegt am Pool. Oder am Meer und liest und chillt und es ist schön und es ist warm. Ah, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich glaube, ich gehe aber erstmal auf die Chloe, weil ja, wir jetzt Armor Break da haben und die Chasun ziemlich tanky aussieht. Und mit Glancing Hit können wir sowieso nicht viel anstellen. Fucking Glancing Hit, ist das normal? Ja, es ist normal bei Gegner Chasuns immer Glancing Hit, aber. Fuck, Glancing Hit, wir critten trotzdem. Okay, easy. So, erste Runde gewonnen. Trotz kurzem Cam-Ausfall. Meine Aufnahme wohl ist ja abgebrochen, aber ich habe es ja direkt bemerkt. Die Aufnahme war auch so überrascht. So, was? Die Bombe wurde resisted? Okay, ich stürze mal kurz ab und dann nimm nochmal neu auf Heaven. Alles klar, okay. Easy Win. Naja, so easy war es nicht. War schon scary zwischendurch. Okay. Aber wir müssen aufpassen, die Gilde ist nicht schlecht. Haben wir so wenig Prozent bekommen? Na, das ist schade, okay. Bei den Grünen können wir uns einen von denen aussuchen, weil die alle gleich orange sind ungefähr. Nein. Nein. Einfach nur nein. Orions mit Speed Leader, Get Wrecked Heaven. Okay. Wäre eine Möglichkeit. Ich würde sehr gern Cutter irgendwo benutzen. Die sehen alle nicht so nach Cutter aus. Die sehen absolut nicht nach Cutter aus. Und der hier sieht auch nicht nach Cutter aus. Ah, die haben alle so Speed Leader und da kann ich keine Cutters benutzen. Heaven passt das Intro, ja. Müsste heute, also wenn ihr das Video seht, ist das Intro schon da. Hier macht nur Natalie Damage, attackiert einen Gegner, verändert die Nutzung von Skills. Stirbt das Ziel, erhalten alle anderen Gegner diesen schädlichen Effekt. Welchen schädlichen Effekt? Was, die Nutzung, dass die Skills weg sind? What the fuck? Ernsthaft? Okay. Aber ich kann das nicht angreifen. Der ist am wenigsten orange. Ich glaube, wir nehmen den hier. Erstes Sieg, okay. Erst Teamsieg. Bei den anderen hat kein Team gewonnen, okay. Das zweite scheint gut zu sein für die Leute. Sollen wir erstmal ein Plus 1er nehmen oder so? Ja, nehmen wir erstmal ein Plus 1er, okay. Hier haben wir auch gleich viel Auswahl. Der hier. Scary. Retash. Was haben wir hier? Galadriel, Orion wieder und eine Mermaid. Orion, der brennt leider. Und hier haben wir Kuma, Praha. Das zweite Team ist so ugly. Kann ich nicht irgendwo eine Katarina benutzen? Beim ersten Team könnte ich eine Katar benutzen. Aber ich wette mit euch, die werden mich vernichten. Weil die so schnell sind. Weil die so tanky sind. Nicht, weil die so schnell sind. Oder das hier. Ich glaube, ich nehme. Hier kann ich nicht benutzen, oder? Alle Erfolg. Das ist so. Das sieht so gefährlich aus.
Beim zweiten könnten wir einfach. Ah, soll ich beim ersten risken und Cutter nehmen? Was sieht besser aus, das oder das? Ich weiß nicht. Ich nehme das, ja? Ich nehme das. So, okay. Wir können beim ersten nehmen wir. Ah, ich habe ja keine Teams hier leider auf meinem Handy. Beim ersten nehme ich Cutter. Ja? Ich hoffe einfach mal, dass der Orion doof ist. Bitte sei doof, Orion. Bitte sei doof, Orion. Bitte. Bisher habe ich immer meine Cutter in die Mitte genommen. Und Theomas ist danach auf Cutter gegangen. Ja? Deswegen versuche ich es jetzt mal so, dass Theomas nicht auf Cutter geht. Mal sehen, ob das was bringt. So, okay. Und unten benutze ich dann einfach. Ich glaube, mein normales Team, oder? Mit Ciara. Ich könnte auch unten Cutter nehmen. Aber warum nehme ich nicht unten Cutter? Weil wir Bella haben, die dann seized. Und weil ich denke, dass ich oben mit einem anderen Team nicht schnell genug bin, ja? Also wenn ich. Selbst wenn ich Ciara nehme. Ciara. Nee, das bringt nichts. Ich glaube, Ciara bringt oben auch nichts. Ich versuche es einfach mal so, ja? So, okay. Let's go. Und bitte klappt, ja? Drückt mir die Daumen. Urlaubsaufnahme muss sitzen. Muss sitzen. Der ist schneller. Was zum Teufel? Nein. Nein, nein. Quebe. Ah. Oh my God. Dieser Orion. Okay, alles gut, wir haben noch nichts verloren. So, erstmal Cutter buffen. Zack. Oh, wir procken, nice. Aber der hat Willeruhen, der Theomas, aber egal, dann können wir so machen. Alles klar. Oh, nicht procken. Hey! Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, ja? So, Orion, Chazoon. Töte Orion und Chazoon. Orion und Chazoon, ja, bitte. Orion und Chazoon. Okay, jetzt Orion. Okay, Theomas, okay, alles gut, alles gut, alles gut, hör auf. So, wir machen jetzt Weaken Attack, ja, so. Dann macht er nicht viel. Dann pushe ich die Attack-Leiste von dem zurück. Hat nicht geklappt. Ah, bitte kein Armor Break. Nein, Quebe. Quebe, ich brauch dich noch. Ah, sehr gut. Weaken Attack, so gut, ja, so gut. Okay, jetzt töten wir erstmal den hier. Sehr gut. Bam! Bitch, in your face. Okay, zweite Runde müssen wir jetzt auch erstmal gewinnen. Die haben zwei Armor Breaker. Einmal den Monkey und einmal Bella. Bella geht auf Varmus. Und der Monkey könnte auf Ciara gehen. Was wäre besser? Den Monkey kann man stunnen. Nur den Feuermonkey kann man nicht stunnen, oder? Aber der Monkey ist vielleicht tanky. Ich gehe trotzdem mal auf den Monkey, ja? Einfach mal gucken. Sehr gut, und dann versuchen wir zu stunnen und Damage zu machen. Bitte Bella nicht Revenge. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, dann muss Bella vielleicht heilen, wenn sie nicht gestunt wird. Stun! Ah, egal. Egal, okay. Den Monkey kriegen wir kaputt. Er setzt Massacre ein, was mein Ziel war. Das heißt, wir überleben den Turn easy und dann ist das GG. Wir können die Bombe hier drauflegen. Ah, was ist mit diesen Resistance-Monstern heute? Also wir sehen, es ist eine gute Gilde. Ja, das haben wir schon bemerkt jetzt langsam. Vielleicht sollte ich mit Ciara auf diesen Dingsbums gehen. Auf den Ishir. Weil ich Angst habe, dass Bella Revenge hat. Aber ist ja bisher alles safe, ja. Wir können es ja ein bisschen risken und diese Bella töten. Ja, nice. Okay. Zweite Runde auch Win für uns. Jetzt haben wir nur noch den +3er, der auf uns wartet. Alles gut. Ich schreibe ihm mal, sonst denkt er, ich ignoriere ihn. Ja. So, kein trauriger Smiley, sondern ein gut. Oh, das war der falsche Chat. Ich bin immer so dumm. Ja, so. Ein Smiley. Und jetzt +3er. Alright. Let's go. Wir wollten. Wen wollten wir denn jetzt nehmen? Den nicht. Den auch nicht. Und den sowieso nicht. Also den hier. Okay. Okay, erste Runde. Was nehmen wir in der ersten Runde? Retesh, though. Ich hasse Retesh so gut. So gut, so gut. Wir können das nehmen. Ja, und unten. Was nehmen wir unten? Was hat der? HP und der macht Immunität und der macht diesen Armor Break. Okay. Wassermonster wäre nicht so gut wegen Leo. Bei Leos benutze ich sehr gern Feuermonster. Ja, ich benutze sehr gern. Wie wäre es denn, wenn wir Tessarion nehmen? Tessarion.
Und ihn. Und es wäre gut, wenn wir vielleicht einen Stripper haben, weil die Immunity haben. Ich habe keinen Stripper, der Armor Break macht, außer Bella. Nein, ich habe ich einen Stripper, der healt? Nein, auch nicht. Mann! Mann, mir fehlen die Stripper, die healen. Praha, wo bist du? Wo bist du, Praha? Ich hätte Lisa als Stripper, aber dann haben wir keinen Heiler und ich denke, das wäre nicht so gut, oder? Nee, das wäre nicht so gut. Das wäre gar nicht gut. Aber wir versuchen. Ah, diese dumme Immunity. Ah. Ah. Was sollen wir denn nehmen? Helft mir. Wir können ganz einfach das hier nehmen, ja, aber dann haben die die ganze Zeit Immunity. Und dann müssen wir warten, bis die Immunity aufhört. Und die haben auch einen Werder, das heißt, sie bekommen die ganze Zeit Turns und Turns und Turns und Turns. Scary. Was mache ich? Was mache ich? Glaubt ihr, es klappt so? Ohne Stripper. Ich meine, wir haben keine Immunity, aber wir haben dafür einen decent Heiler. Die haben keinen Heiler. Hey, das müssten wir so packen. Und erste Runde. Wir stunnen als erstes diesen Theomas. Ja, wir stunnen den. Ich nehme selbst keinen Theomas mit, weil, naja, Retouch gegen Theomas, Game Over. Wir stunnen diesen Theomas und dann töten wir den und wir hoffen, dass der Retouch nicht so viel Armor Break auf meiner Ciara macht und dann müsste das eigentlich passen. Hoffentlich. Wir haben übrigens bei den ganzen Urlaubsvideos keine Fragen des Tages, also wundert euch nicht. So, mir war klar, dass die langsam sind, weil die eine Chloe dabei haben. Vielen Dank, Bella. Jetzt Ciara, komm, get your shit together, please. Und stun diesen Typ da. So, Enduro ist gepoppt. Sehr gut. So, alles gut. Und jetzt mache ich einfach einen Dot auf ihn drauf. Falls er procken würde, hätte er wenigstens einen Dot bekommen. So. Kuma hat. Ritesh hat das gemacht. So, ich leg mal eine Bombe da. Einfach mal nur so, ja? Einfach nur so. Und dann versuche ich schon mal zu stunnen. Und dann. Selbst wenn er aus. Ach, der stirbt. Okay. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ja, jetzt, das ist das Gefährlichste. Ah! Oh my God! Nein, 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 Chloe. Ah, die Chloe tötet jetzt meine Ciara. Ach. Chloe, heil doch bitte. Nein. Ah, wieso? Natürlich müssen Beast Monks procken, wenn sie diesen Skill machen. Ich hasse es. Ah, wir hätten so schön dann. Ah, aber egal, das gewinnen wir, ja, aber trotzdem. Ciara, meine Ciara darf doch nicht sterben. Wie toll, dass meine Aufnahme wieder gefreezt ist. Naja, hat sich nicht wirklich viel getan. Wir seasonen jetzt. Sie heilt wieder. Der Retouch kann auch wieder heilen. Natürlich, weil der so oft proc't. Wir müssen jetzt einfach mal stunnen. Stunnen. Sehr gut. Und jetzt healen wir wieder, um auf Nummer sicher zu gehen. Und jetzt können wir auf den Armor Break draufschießen. Bam. 10.000 und nochmal. Bam. 10.000. Nice. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das haben wir drin, ja. Das haben wir gewonnen. Zack und Retech. Get wrecked. So, jetzt haben wir nur noch Single Chloe. Die wird uns nicht vernichten, ja. Wenn eine Chloe gegen uns gewinnt, dann wäre irgendwas falsch in diesem Game. Nice. So, jetzt zweite Runde. So, zack. Wir sind natürlich im Vorteil, weil wir schlau sind, ja. Unser Werde macht den ersten Skill die ganze Zeit. Und ich denke, ich mache einfach mal den Amuse. Und dann gehe ich, sagen wir, auf Werde. Ich denke, vielleicht ist der auf Revenge. Deswegen gehen wir auf den Typ hier, ja. Und gucken mal, wie tanky der ist. Und er ist nicht tanky. Dafür ist er auf Nemesis. Nemesis ist sehr gut für Leocomms, finde ich. Trotzdem töten wir den erstmal, ja. Weil der eigentlich relativ schnell tot ist. Ja, wir werden den jetzt töten. Direkt, zack. Und dann ist die Immunity bei denen auch schon weg. Und dann können wir jetzt an Werde arbeiten. Und wir können sogar seine passive Fähigkeit gleich blocken. Also ich denke, das wird auch easy für uns. Nice, sehr gut. Freut mich. Haben wir das auch geschafft? Dann haben wir den kompletten Gildenkampf für uns entschieden. Alle Runden, wie die Werde sich gegenseitig die Attack-Leiste klauen. Okay, meine Chasun muss jetzt hier das machen. Von Blossoms. Und nice, das haben wir gewonnen. Easy, jetzt bringt deine passive Fähigkeit auch nichts mehr, Werde. Es tut mir leid. Get wrecked. Bam. So, und dann können wir die Passive von ihm auch blocken. Ich glaube, das bringt gar nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man die passive Fähigkeit von Leo blockt. Was passiert dann? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, und jetzt machen wir mal den zweiten Skill von Werde. 11.000. Get wrecked. Gegenkampf gewonnen.
Nice, das ist der beste Start in den Urlaub. Zweimal Aufnahme abgeschmiert. Aber wir haben alle Kämpfe gewonnen. Nice. So, das waren gute Kämpfe. Ich bin stolz auf mich. Habe ich mal vernünftig angegriffen. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe gehört, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt, wird euer nächster Urlaub auch wunderschön werden, ja? Einfach so, ist doch ein gutes Angebot, oder? Like für einen schönen Urlaub. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Summer of War Video wieder. Denkt dran, das ist alles voraufgenommen. Ich bin im Urlaub für 2 Wochen. Die nächsten 2 Wochen Videos sind alle vorproduziert. Also wenn, keine Ahnung, wie gesagt, wenn irgendwas momentan im Spiel ist und ich noch dieses neue Update nicht habe, hier, nicht wundern. Ich bin kein Hacker. Ich komme nicht aus der Vergangenheit. Doch, ich komme aus der Vergangenheit. So, ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.